Moin Leute, jetzt tun wir hier Drillmaschine umstellen auf Raps, habe ich ja gesagt, nehme ich euch mit dazu. Ist eigentlich ohne so viel zu oder so viel zu umzustellen. Da müssen wir immer Getriebe umstellen und das zweite wäre dann die Schieber umschiebern und das ist eigentlich so das Gröbste dazu, dass wir das machen. Das machen wir jetzt erst allererstes Mal und dann sehen wir weiter. So, also wir haben hier, das ist das Getriebe. Und dazu haben wir diese schöne Tabelle, wo wir hier in den Deckel kleben. Das ist jetzt so der Deckel von Getriebe hier. Und das ist hier sozusagen normal. Und das ist, dass wir bloß die halbe Getriebedrehzahl haben. Und dazu zeige ich euch das auch nochmal. Wir haben hier Raps im. Eine Untersaat machen wir verfahren. Bodenklappe machen wir die Null dann. Müssen wir da auch noch umstellen. Und Schieber ist voll geöffnet. Drehrichtung ist Untersaat, bleibt so. Und hier steht eben das vorgelegte Getriebe. Das bloß das halbe Getriebewelle aus ist. Genau. So eine Rührwelle kann eigentlich auch ausgeschaltet werden. Braucht man eigentlich nicht. Dadurch ja, dass das gut rieselt. So. Also das heißt, wir müssen die zwei Zahnräder müssen als erstes getauscht werden. Das machen wir gleich mal. Immer. Zweimal. So, dann ziehen wir das hier ab. No, das ist ja der Deckel. So. Und dann das. Dann kommt das. Und das mit hin. Ich muss mal gucken hier, das Loch treffe. So, einmal. Und. Ich muss mal gucken, weil hier nämlich hier auf der Welle sind nämlich solche Löcher, wo das reinfädeln muss. Und das kommt so. So, das ist schon das Ganze dazu. Ausgerechnet habe ich jetzt 3,3 Kilo, du mal sehen, das sind dann 60 Körner auf dem Quadratmeter, 50 Pflanzen will ich ungefähr haben. Und Keimfähigkeit ist, oh, ich glaube, 98 stand auf dem Sack, können wir da nochmal gucken. Und auf der Grund der Trockenheit habe ich entschieden, dass ich irgendwie mehr sehe, dass ich hier, naja, 3, 4 Körner noch Verlust zusätzlich habe, falls was wirklich nicht aufgeht. Und da wäre jetzt hier 12,5 Reinabstand haben wir. Und da hätten wir jetzt eine Kriebestellung von 35. So. Wie gesagt, Abdrehprobe muss ich ja dann noch machen. Du machst mal voreinstellen. So, das können wir eigentlich noch zumachen hier schon. So, dann gehen wir mal fix hoch. Dann müssen wir erstmal die Bodenklappe noch. Das ist ja hier eingestanzt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Machen wir die Null. So. So, ich weiß nicht, jetzt gehe ich nochmal runter schnell. Ich mache, glaube ich, von hinten das Umstellen. Da komme ich, glaube ich, besser ran. Da brauche ich mich nicht so hinknien. Und das soll es dann das Gröbste erstmal soweit gewesen sein. So, genau, jetzt sehen wir das hier. Der muss zu und dann machen wir auf. Na. So ist das schon so, ja. Genau. Ich schließe jetzt alle so die Größen zu, kleinen auf und so geht das weiter. Das machen wir jetzt, mache ich jetzt alles. Dann mache ich die Abdrehprobe. Das habe ich ja euch schon mal gezeigt, das zeige ich euch nochmal mit. Und genau, jetzt gehen wir nochmal schnell aufs Saatgut gucken. Auf den Sack, was hier drauf steht. Wie gesagt, Drillmaschine ist die Pöttinger Widerseem 302A und eine Fox 300D als Kurzscheibenegge davor. Wer es noch nie gesehen hat. Und das ist mein Saatgut jetzt. Die Sorte Arabella sehe ich, das ist eine Liniensorte. Vorher habe ich Astrid noch gesät, aber die gibt es ab die schon nicht mehr. Und aus dem Grund habe ich jetzt die Arabella gehabt. Habe ich vorher schon einen Unteil gehabt davon, weil mein Saatgut nicht ganz gereicht hätte, was ich da hätte. Und da habe ich nochmal eine Arabella nachgekauft gehabt. 1000 Körner wiegen 4,89 Gramm. Keimfähigkeit ist eben 9,8. Und hier sind 2 Millionen. Keimfähige Körner drin. Das
So, und das betrifft da das Sackengewicht von 9,5 Kilogramm. Ja, so nochmal jetzt was zur Rapsaussaat an sich. Wir haben jetzt gestern geackert. Quatsch, heute geackert habe ich das, seit Vormittag. Mit dem Vater zusammen haben wir das gemacht. Gleich zu zweit, dass das schnell geht. Und ich habe gestern die Mist gestreut auf das Stücke. Und haben uns auch heute eingeackert. Und jetzt wird gleich gesät. Und es ist aber dichter, wie es eben schon jetzt die ganze Zeit eben so übelst trocken bei uns. Wir haben im August, wir haben heute den 21. August. Im ganzen August haben wir hatten eben 8 Liter. Ich glaube am 8. August waren das 8 Liter Regen. Aber das war nicht lange da. Und dann haben wir jetzt, heute ist ja Dienstag am Wochenende jetzt, aber ich weiß gar nicht, was waren das dann, 19. oder der 18. Da haben wir nochmal 5 Liter Regen gehabt und dazwischen haben wir glaube ich mal 2 Liter gehabt. Und aber selbst wo es jetzt die 5 Liter geregnet hätte, habe ich am nächsten Tag nochmal hier unsere Felder, die Feldränder hatte ich nochmal alle mit dem Schwerkörper durchgefahren wegen Unkraut, weil am Rand immer ein bisschen Queckendruck ist. Und hast du nichts mehr gemerkt von 5 Liter? Also es ist vollkommen trocken, es kommt auch fast keine nasse Erde raus beim Ackern. Weil haben wir auch das Problem gehabt, dass wir stellenweise gar nicht einen Flug reinbrachten, weil es so nass war. Genau andersrum. So trocken und harte ist die Erde, dass das Problem ist, dass du den Flug kaum reinbringst. Aber größtenteils ging es, ist ähnlich, was eben dadurch jetzt das große Problem ist, dass wir einen Haufen schlimme Klumpen haben, obwohl wir mit Packout geackert haben. Und der Vorder fährt jetzt mit dem Schwerkörper gleich nochmal vorne weg, dass wir mal durchziehen und die Unebenheiten wegmachen, weil es durch den ganzen Mist eine paar Stellen nicht richtig geackert hat. Und das ist auch ungleichmäßig und das machen wir jetzt noch weg. Und dann geht es eben ans. Ich mache jetzt die Drehmaschinenabdrehprobe und dann geht es ans Säen raus. Dann sehen wir uns dann. Ich drehe jetzt nochmal ab, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich nochmal. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt vor allen Dingen einen. Ja, Schwachpunkt auf Fehler gefunden. Hat mir einen Fehler gemacht, ist mir gerade aufgefallen. Beim Abdrehen, weil ich irgendwie mit der Menge nicht hinkam. Wenn ich gleich in den Schritt geguckt hätte, gesehen, die Zahnräder, die bleiben. Also die Zahnräder bleiben, ich habe jetzt bloß die zwei, das rote und das schwarze getauscht, dann stimmt's. Dann habe ich den Stecker noch rausgemacht hier dahinter. Das ist für die Sähwelle, dass die jetzt nicht mehr dreht, sozusagen. Ne? Und habe jetzt abgedreht alles. Also ich habe eingestellt nochmal aktuell und das war gleich 35, war die 3,3 Kilo, was ich brauche auf dem Hektar, dass ich das stimmt. Und somit ist das alles fertig. Wir können hier nochmal oben reingucken, dass ihr das Rapsaat gut mal seht, für die es nicht kennen. So, das ist jetzt hier. Das ist wie so eine Weizenschutz drum für das Korn, dass das eben geschützt ist. Oh. Und auch das ist jetzt so dazu das gewesen. Und ja, eingestellt ist es nur, halt nur alles hin. Und genau, passt alles. Wie gesagt, Schieber habe ich alle umgestellt, wie man das sieht. Überall die Lehnen hoch, die Größen sind zu. Passt drüber, lässt wie gesagt alles, wie es gesagt war. Und da geht es jetzt los. Und das soll es zu dem Video gewesen sein. Und ihr könnt ja mal hier meinen Traktor noch angucken. Das ist total eingestiebt. Von, naja, wie gesagt, fällt Wasser vorne und hinten überall. Bedanke ich mich fürs Zuschauen an der Stelle wieder. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick mal in die Gruppe, wie man eben die Drehmaschine auf Raps umstellt, gefallen. Und als nächstes Video wird dann eben von der Rapsaussaat kommen. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Die noch kein Abo da gelassen haben, die können gerne noch ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.